Es gibt neue Bademäntel. Oh, der ist heftig, der. Ich brauche schon nicht mehr Bademäntel zu klauen, jetzt kriege ich hier kaputt. Der wird schwierig. Warum? Ein, zweimal waschen, schwierig, sehe ich sofort. Der. Das hier, Leute, ein, zweimal waschen. Die Fäden gehen raus, das sieht aus. Der sieht dann aus wie. Warte, wo ist der? Dieser Bademantel. Von Asa. Dieser hier. Guck mal. Der ist so dreckig. Guck mal, der ist aus. Arsch geputzt. Guck mal, wasch dich mal, ich sag's dir immer wieder, wasch dich mal! Boah, da wachst, da wachst du Haare und Bademantel. Ich weiß noch nicht ab. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum vierten Tag an Ramadan. Wir gehen jetzt einkaufen mit den Jungs. Heute fasste ich aber nicht alleine, sondern einmal hierher. Yo! Und einmal er. Nicht fluchen. Ihr hört, noch haben die viel Energie. Warte, weg mit dir! So entstehen unsere Instagram-Bilder immer. So machen wir. Bruder, ich zünd dich gleich an, ja. Ich... Ey! Ja, ja, da sind nie wieder die Ausländer. Mensch, was? Bruder, mach mal hier, du hast doch für Reste für Nachricht. Bruder, das ist für Sahur. Das ist noch für Sahur. Ich geb euch mal Ausländer-Taktik. Guck mal. Ich hab gestern, hey, wo ich zu Hause war, bei Unity Media gekündigt. Ja. Rufen die mich an, machen die Angebote. Gleiche, gleiche Dinge. Internet, 100.000 Leitung, 20 Euro. Ja, aber wie? Oder du kündigst vorher, dann die sagen, okay, wir machen dir ein Angebot, dass du da bleibst. Ah, diese Filme, ja. Hat mein Vater auch gemacht. Ich schwöre, diese Ausländer-Tricks. Immer diese Ausländer-Tricks. Ja, ich gehe zur Konkurrenz. Warte mal, haben wir nicht heute Mixer weggeschmissen? Wir brauchen noch. Ah, ja, wir brauchen ja, Mixer, damit ich Dattelshake machen kann, ja, ey. Und zwar kommt noch Vanille rein in unseren Dattelshake. Boah. Guck mal, bei mir, das ändert sich nicht. Sollen wir rummachen? Was macht ihr da, Junge? Rumlenken, was so, ist los? Ja, ich will auch. Sollen wir wieder, ey, wenn wir wieder Alaska nehmen? Aber das ist auch für Smoothies-Krups. Smoothies. Ja, aber wir machen also, Smoothies. Eine Frage, aber warum? Das, lass mal den holen, Mann. Mixer mit Vakuumfunktion. Weißt du, da hast du diese Vakuum. Mixu, Meklau. Das ist unser neuer Mixer, Casco-Design. Casco. Casco. Casco, wir nennen ab jetzt Casco. Casco, Casco. Achso, Casco. Ich hab Casco. Guck mal hier. Alaska? Bruder, diese Alaska hat uns schon letztes Mal. Ja, aber das war diese billige, glaub mir. Ja, aber das. Bruder, diese Marke Alaska hat uns schon hängen. Wir haben eigentlich Garantie, eigentlich können wir den auch zurückbringen, aber wir sind halt Ausländer, wir bringen den zurück, wir kaufen. Ich würde sagen, Ausländer, wir haben das Ding direkt im Müll. Es ist schon auf dem Müllplatz. Also AK an deinem Arbeitsplatz. Bruder, da wird Dreck gemacht. Da wird Butter gemacht. Ich habe einmal die Spülmaschine ausgeräumt und dort habe ich den Mixer mit dem Kabel gesehen. Mit dem Kabel? Niemals. Hundertprozentig. Also das obere geht ja noch, aber nicht das deswegen. Untere. Was du denn? Omid, wir brauchen noch. Weil Mixer haben wir geholt. Wir brauchen den Grill ja auch. Geh einkaufen, Bruder. Das ist schon frech. Das ist so ein Granatapfelpackung. Hab ich gegessen, heftig. Aber 2 Euro, du kannst ja gerade. Ja, aber Bruder, weißt du was? Weißt du warum? Weil da saß so ein kleiner Junge, hat die geschält, Bruder, mit Liebe. Weißt du, wie das lange das dauert? Weißt du, wie lange das dauert, das zu schälen? So, Leute, heute Abend bereiten wir die originalen Gordon Ramsay Burger zu. Er hat ja ein YouTube-Video gemacht, wo er den perfekten Burger zubereitet hat, auf seine Art. Und genauso werden wir den heute auch zubereiten. Deswegen gönnen wir uns auch den Gasgrill. Und ich denke, es ist der beste Übergang heute zum Ramadan, dass wir dann in die Iftar gehen mit so einem geilen Gordon Ramsay Burger, oder? Boah, heftig. Das wird heftig, Leute. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will ja ein bisschen diese Diätfilme machen jetzt in Ramadan. Aber wenn ich heute Vasili Gordon Ramsay Burger mache, dann esse ich Gordon Ramsay Burger. Mit einem Vasili im Haus, funktioniert nicht. Ja, eigentlich schon, ja. Aber Digga, ganz ehrlich, da kann ich nichts ändern. Wenn es heute Gordon Ramsay Burger gibt, dann gibt es heute Gordon Ramsay Burger. Heute gibt es die Gordon Ramsay Burger von der feinsten Sorte. Hat man damit gehauen? Ach, kleiner Pitcher. Azad. Azad, denk schnell. Nein, nein, nein. Boah, das sind heftige Patties, ne? So, wir haben uns entschieden, Leute, das wird unser neuer Grill. Pass auf, 130, ich würde sagen, wir sind so bei 240 Euro. Ich sag 274, was sagst du? Ich denke, Insolvenz. 376, 274 und du? Ja, 260. Geld. Okay, er hat gewonnen, 300 hat er gesagt, 326 Geld. Ist der Endbetrag. Ja, so also, sowas habe ich immer eine Payback-Karte. Hast du Payback-Karte? Boah, Bruder, ich sorte mich. Ja, Punkte sammeln. Auf Impact Nacken. Voll der Almann, er sammelt immer Punkte, Digga. Kostenlos tanken irgendwann, ne? Echt? Ja, normal. Der sagt doch gleich, ich brauche mal eine Payback-Karte, bitte. Ganz schwierig, Leute, mit 20 km/h hier durch. Ich weiß nicht, ob ihr es im Head-Up-Display sehen könnt. Aber so müssen wir jetzt zur Tanke fahren, weil
Diese AdBlue-Filme, ja. Das ist das Ergebnis, Leute. Wenn man, ich hab hier habe ich ganz schnell eingegeben. Da war kein Name an meiner Rodung. Da war nur Bruder. Wenn du AdBlue hast, dann bist du auf jeden Fall ein. Diskutierst du jetzt wieder so? Ich diskutier nicht, Bruder. Da ist eine Tankstelle, ob er AdBlue hat. Ja, ich frage dich, wie dein Name, weil die haben nicht AdBlue. Bruder, es ändert nichts daran gerade. Auch wenn der kein AdBlue hat. Erstmal zur Tankstelle. Normal, aber ich sage dir, der hat wahrscheinlich keinen. Ja, hat er nicht. Aber wir fahren doch erstmal dahin, Alter. Richtig. Kurz die Jungs haben Hunger. AdBlue wurde gekauft. So, aktueller Status jetzt. Wir haben den Grill aufgebaut, der steht. Das war echt, das sah nach wenig Arbeit aus, aber es war echt viel, Leute. Wie ihr sehen könnt, sehr viele Schrauben, viele, viele Dinge, viele Schrauben, viel Mathematik, obwohl Kopf nicht funktioniert, weil Hunger. Oh. Vasili ist seit 9 Uhr wach, das bedeutet, du bist jetzt seit 9 Stunden bist du am Fasten, Abibi. Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Keine Energie, ich bin genervt. Ja, leicht reizbar, ne? Richtig reizbar, ich schwöre. Jetzt kochen wir, das wird echt jetzt hart, Digga. Überleg mal, weil du kochst jetzt, ja, Bruder. Ja, Kochvideo. Ja eben, du drehst jetzt ein Kochvideo und siehst vor deinen Augen, wie das Fleisch alles... Boah. Ja, danach kann ich ja essen. Guck mal! Hier sind richtige Final Destination Filme. Oh, ist schon an. Ist an? Der Grill läuft, Leute. 20.09 Uhr, das bedeutet noch 30 Minuten oder so, dann sind wir durch mit der Geschichte. Ja, ich habe, glaube ich, Auge gelegt. Ne? Wir haben jetzt die Patties aufgemacht. Guinness. Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch nicht mehr so on point und die sehen auch gar nicht mehr gut aus und riechen auch überhaupt nicht mehr. Ich habe auch so Bock gehabt, Alter. Ey, Mann. Komm, wir machen unsere eigene. Eigenes Hack. Genauso. Ja, jetzt, wir kaufen. Ich schlachte eine Kuh jetzt, komm. Das gleiche. Nur Hack kaufst du, meinst du? Ja, ja. Okay. Ich werde jetzt den Shake machen. Heute. Kein Auge, neuer Mixer und ganz wichtig, es haben echt wenige von euch gemerkt, wenige, ein paar haben es geschrieben, aber es waren echt wenige, dass ich die Kerne aus den Datteln gar nicht genommen habe. Jetzt diesmal sind die Kerne raus aus den Datteln, 5 Datteln, bam. 5 Datteln, ich habe Vanillemilch gekauft, nicht normale Milch, sondern Vanillemilch. Also muss man die nicht essen? Also du isst, aber trinkst du noch? Bruder, ich meine, dass man muss ja mit Datteln brechen. Man muss nicht, ist gut. Ach so, ich dachte, man muss nicht. Man muss nicht. Muss, ja, tust du gar nicht. Nicht. Aber es ist gut, wenn du es machst. Weil man sagt, unser Prophet hat auch ganz toll. So, ich streck das Ganze nochmal. Das kommt auch schon mit. Ich mach das ein bisschen strecken noch. Hä? Warum? Weiß ich nicht. 1, 2, 3, go. Wieder Auge. Ich schwöre, es ist gerade gekauft, direkt kaputt, ja. Wenn der jetzt nicht geht, schloss der auf. Ah, du musst den Lock rausmachen vielleicht? Knockout? Das kann nicht sein, Alter. Oder ist das hier oben falsch? Ah ja, deswegen. Na, warte mal, erstmal. Ja, ja. Erstmal. Erstmal ist da Plastik noch, oder was? Genau. Geht's? So, Leute, es ist 20.45 Uhr. Ist vorbei. Was soll man essen? Eine Dattel. Und was, wenn man keinen Dattel will? Ist schon gut, wenn du eine Dattel hast. Aber will ich nicht. Mach ein kleines bisschen. Ich schwöre, wenn ihr euch irgendwas von Gott wünscht, ist jetzt der Moment. Boah, wie heftig das ist, den ganzen Tag hier etwas zu kauen. Ja, ne? Boah, gib mal deinen Käse, Junge. Das ist endlich soweit. Der Dattel-Shake kann jetzt probiert werden. Gib mir auch mal ein bisschen. Nicht diese Zwiebel. Boah. Rümer. Oh, das ist für mich gerade, weil ich so Hunger habe, einfach nur so heftig. Der ist schon krass, ja. Der ist krass, gell? Ich schwör, das ist heftig, Leute. Ohne Witz, probiert das mal aus. Ja, der ist krass. Das schmeckt krass. Wenn du riechst, der macht aber krass satt. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass ihr mit Vanille macht, weil ich weiß nicht, wo mir ist das Fleisch? Mir hat ja die Person, die mir das empfohlen hat. Was hat er geschrieben, oder? Ja, auch so ein Lennart. Hat der Bart weggemacht? Bart weggemacht, ja. Er meinte Milch anstatt Vanille. Und Vasili hat zu mir gesagt, Vanille als einfach als Verfeinerung. Und Leute, ich sag's euch, das schmeckt wirklich richtig nice. Angefangen. Wenn ihr genau wissen wollt, wie wir diesen Burger machen, den Gordon Ramsay Burger, dann geht einfach auf seinen Channel. Da ist nämlich die Anleitung dazu, ne? Rezept, alles. Könnt ihr ja sehen an den Zutaten, was wir grob so hernehmen. Aber wie gesagt, wer genau wissen möchte, wie man das macht, checkt einfach mal sein Video ab. In der Videobeschreibung. So ist jetzt Finale, Leute. Alles ist fertig eigentlich. Ich habe eigentlich nicht mehr so großen Hunger wegen diesem Dattel-Shake. Der hat mich echt heftig satt gemacht. Ich habe es dir gesagt. Das tut mir echt leid heute. An alle, die das Video gucken, während sie am Fasten sind, bleibt jetzt stark ab jetzt. Einfach stark bleiben, Jungs. War auch am Fasten. Der hat Beine, Füße, Hände, alles. Ich schwör's dir. Der war wirklich am Fasten. Also, das hat recht. Ich glaube, der kommt auch nicht mehr raus, weil der klebt in der Butter. Der Arme, geh mal, geh. Flieg los, komm. Ich helf dir, flieg. Guck mal, er denkt sich gerade, Alhamdulillah, dass du mir geholfen hast. Boah, willst du mal einmal probieren, Bro? Was ist das? Das ist heftig. Geh, leb dein Leben, geh weg von mir. Hab ich's nicht. Wir haben den Burger probiert, Leute, der war wirklich lecker. Wir haben natürlich erstmal nur probiert und so und jetzt werden wir uns gleich richtig setzen, den Tisch decken und einmal richtig fest mal machen mit den Jungs. Lasst auf jeden Fall allen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr solche Vlogs sehen wollt und checkt auf jeden Fall auch meine Jungs aus, weil ich habe auf jeden Fall Respekt vor denen, dass sie auch mitmachen aus Solidarität. Ja,
ist keine Selbstverständlichkeit. Wisst ihr, was ich meine? Weil von meiner Seite aus, ich mache es ja wegen meinem Glauben, aber die Jungs machen das einfach so aus ja, wie man es auch immer nennen will, aus Korrektheit. Und das ist auf jeden Fall stabil, ja. Leute. Check die aus. Um die Experience zu sammeln, ne? Genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nachdem man jetzt so ein bisschen gegessen hat, Bro, ich fühle mich immer richtig gut. Ja, ja. Man ist auch irgendwo, fühlt man sich auch rein, sage ich mal. Genau, das ist das Ding. Und das ist ja auch eine Sache, warum man fastet. Und sagt man reinigt sich selber und man stärkt sich selber, seine eigene Persönlichkeit. Das ist auch wirklich so. Ja. Also Leute, das sollte eine Vorbildfunktion für euch sein. Versucht es auch mal, Leute. Versucht es einmal. Nur einen Tag lang. Selbstdisziplin. Nicht rauchen, nichts trinken, dementsprechend auch dann abends schön vorbereiten für Iftar, wenn du das Fasten brichst. Dann isst du ganz anders, mit einer ganz anderen Einstellung. Es ist einfach alles anders, eine Experience. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Und Vasili ist seit 9 Uhr wach. Also jeder, der sagt, ey, ich muss aber früh aufstehen, auch wenn du um 6 Uhr aufstehen musst oder um 5 Uhr aufstehen musst. Ich sag's ganz ehrlich, es ist hart. Ich bin auch heute um 12 Uhr aufgestanden. Ich habe ja gesagt, ich will nicht nach 12 Uhr aufstehen, habe ich mir gesagt, wegen Fasten. Aber wie gesagt, Vasili ist seit 9 Uhr wach und er hat es auch geschafft, Leute. Deswegen, ja, schafft es auch. Stellt sich tot, der ist. Ja, der stellt sich tot. Aber das Ding ist, da war gerade sein Bruder, jetzt ist er hier. Was sind das für Tiere, Digga? Ist das nicht so ein... Ach, keine Ahnung, was das ist. So, Leute, jetzt wird gegessen, Alter. Endlich. Wir haben echt gewartet, wie ihr sehen könnt, auch draußen. Es ist extrem dunkel. Das ist jetzt bei uns. Ist natürlich genauso zubereitet. Nur haben wir das Fleisch nicht so extrem Dings gemacht, ne? Genau, ihr seht es mit der Hand geformt. Mit der Hand geformt, aber Leute, boah. Und das ist Service, pass mal auf jetzt. Er ist hier am Stream in seiner Garage, Leute, ihr kennt es. Bruder, wie man Leute. 22, wünsch dir was. Guck mal, wie man Leute. Augen zu, wünsch dir was. Wünschst du dir was? Wünschst du dir was? Ja, ich lass mich mal wünschen. Was? Achso, Scheiße, was für ein Zufall. Ja, ne? 22 Uhr, 22, da kommt der Burger, Bruder. Boah. Wie geht's hier? Wie geht's dir? Hier läuft nebenbei noch der Stream. Kommt vorbei auf Facebook, ihr wisst Bescheid, Leute. Original Gordon Ramsay. Wer ist Gordon Ramsay? Leo Masi. Boah, übertreibt nicht.